bisschen. Ja, grüß Gott, Herr Buchholzer. Grüß Gott. Sie sind der Vorsitzende vom Ortsforum in Honest. Und ich würde Sie gerne mal fragen, wie es in Honest mit der Jugendarbeit ausschaut. Der Jugendarbeit des Deutschen Forums. Also nicht rosig. Nicht rosig. Erstens, in unserem Lokalforum überwiegen die älteren Jahrgänge. Wir hatten noch etliche Jugendliche, aber wegen der schrecklichen Wirtschaftslage sind sie fort. Nachzügler gibt es leider wenig. Wir hatten eine Kollegin, eine Professorin aus Agnetern, die hatte sich mit den Schülern beschäftigt. Sie hatte eine Schülergruppe, die haben Lieder vorbereitet, Gedichte, und an den christlichen Feiertagen war das ein sehr angenehmer Auftritt von diesen Schülern. Vorläufig habe ich noch keine Lösung, um eine Ersatzperson zu finden. Ich hatte eine deutsch-lehrende Professorin angesprochen, ob sie nicht zum Forum kommen will, etwas jünger. Aber sie hatte mich so ziemlich abgewiesen, war nicht, leider nicht dafür. Jetzt werde ich auch versuchen, mit den übrig gebliebenen Mitgliedern, ob wir irgendeine Lösung finden können, die andersnationale Jugend irgendwie anzuziehen. Ja. Und mit einzubringen in unsere Aktivitäten und sie ein wenig lebhafter zu machen. Ja, das wäre es ja vielleicht gut, wenn Sie, wenn das Jugendforum, das vielleicht dort entstehen könnte, attraktive Angebote für die Jugendlichen hätte. Da bräuchte ja. man aber auch eben Mittel. Ja, das ist ja eine Grundbedingung. Aber bis zu den Mitteln muss man das menschliche Material haben. Und das, da funktioniert das noch nicht. Naja, dann hoffen wir, dass sich das in Zukunft bessert und dass es mehr Jugendliche in Honest gibt, die sich für die deutsche Sprache und die deutsche Kultur interessieren. Na, dann danke ich Ihnen für das Gespräch.